Normale Spike Gaps kennt ihr ja, und diese Superhane Spike Gaps mit so einer 25.000 Volt, selbst gebastelt natürlich, ne? 25.000 Volt Gleichrichterdiode sind ja auch schon nicht zu verachten, ne? Ja, aber wie es der Zufall so will, habe ich so eine Vierfachzündspule. Da habe ich jedenfalls, bin ich immer hier dazwischen gegangen, zwischen dem Ausgang und dem Ausgang. Ohne Diode, ne? Tja. Und so weit weg, wie hier das momentan gerade ist, ist schon ein ganz schönes Stück. Also 5-6 mm muss er da auf alle Fälle schon erstmal überbrücken, bevor da irgendwas sichtbar wird. Lange Rede, kurzer Sinn. Und zwar wollte ich euch jetzt erstmal zeigen, wie es genau, wie es normal aussieht, ne? Mit dieser, was heißt normal, eigentlich auch schon getuned. Mit diesen Zündspulengeheimnissen da, ne? Wisst ihr, was ich meine? So, anfietschen. Erfietscht. Super. Okay, und jetzt gehen wir hier auf die Minusseite. Ja. Ich meine, der ist ja auch schon mal nicht zu verachten, der Kleine, ne? Okay. So. Und nun machen wir mal was ganz Verrücktes. Erstmal ausschalten. Jetzt tun wir wieder anschwingen. Schwingt. Und jetzt gehen wir mit dem anderen Pol hier von meinem Plasma-Glas mal auf die andere Seite von der Zündspule. Die allerdings noch ohne Gleichrichterbrücke. Okay, ich habe den Vergleich zu vorhin und guckt euch das jetzt mal an. Das ist ein richtiger Plasma-Wurm. Volle Kanne. Und das alles mit der kleinen Schaltung hier, den kleinen Bedini-Motor und den paar fitzeldünnen Drähten hier. Ha, dass man mit der richtigen Pulsung von Strom doch alles hinkriegt. Also Leute, ich kann euch nur empfehlen, besorgt euch so eine Vierfachzündspule. Oder wir können auch mal versuchen, hinter das Prinzip zu kommen. Warum denn jetzt nochmal viel, viel größere Spike Gaps entstehen? Ich krieg's aber nicht scharf. Mal langsam ranzoomen. Schon echt schön. Geht immer weiter mit den Verblüffungen.
Gar nicht gut. Komm her. Krass, dass es auch geht. Was ist nur hier ran oder was? Hat eine viel höhere Stromaufnahme. Krass. Aber startet sofort. Na gut. Dann doch lieber so, wie es gehört. So, gut, genug gespielt jetzt. Aus jetzt.